die One System Challenge in Stellaris vorgeschlagen von der Community. Und ich habe was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir spielen heute den Piraten, den Unglaublichen, den Fantastischen, Dietmar Teach. Ja, Dietmar Teach ist ein entfernter Verwandter von Edward Teach. Wer kennt Edward Teach? Schreibt es gerne ohne zu googeln, ganz ehrlich. Ohne zu googeln, gerne in die Kommentare und jetzt auch gerne in den Chat rein. In 17. Generation, ich habe es durch eine KI ausrechnen lassen, original tatsächlich, seit Geburt von, genau, Blackbeard. Von dem berüchtigten Piraten Blackbeard hätte er ein Kind bekommen, ein entfernter Verwandter, der Sohn des Sohnes des Sohnes des Sohnes. Das ist also der Urgroß, naja, und so weiter und so fort, von Blackbeard. Und Dietmar Teach ist irgendwann ausgewandert zu den Sternen und hat sich dort eine kleine Gaia-Welt geschnappt. Und ja, wie Piraten so sind, sie brandschatzen. Sie wollen Geld machen, sie wollen Sklaven machen. Sie haben aber überhaupt keinen Bock, sich auszubreiten. Ein Pirat will doch kein Imperium haben. Ja, der will doch kein Imperium aufbauen. Deswegen ist er auf One auf ein einziges System beschränkt. Das ist die Regel für heute Abend. Wir breiten uns nicht aus. Das, was wir nutzen, ist ein System. Nicht mehr, nicht weniger. Wir dürfen uns nicht ausbreiten. Ansonsten ist alles erlaubt bei uns. Wir sind ein Pirat. Selbstverständlich ist alles erlaubt. Und wir gucken mal, wie weit wir heute Abend kommen werden. Wir spielen auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Ich mache mal ein neues Spiel und dann zeige ich euch mal die Vereinigte Piratenfraktion mit dem Menschen an der Spitze. Das ist Dietmar Teach, unser heutiger Gastgeber. Und ich bin wirklich gespannt. Ich kenne nur Captain und Jack, den Namen würde ich jetzt nicht weiter aussprechen. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Rechte drauf sind. Ja, den kenne ich auch. Der Pirat war dort Nathaniel und so weiter und so fort. So, wir sind oligarchisch. Wir sind barbarische Plünderer. Logischerweise, wir sind Piraten. Maximale Söldner-Enklave plus 1. Reichsgröße durch Sklaven minus 2%. Wird interessanterweise für uns gar nicht so interessant sein. Vielleicht im Verlauf, eventuell. Aber wir können Planeten überfallen, sie plündern. Und dann die Leute quasi blub zu uns holen, ja. So sieht's bei uns aus. Wir sind souveräne Wächter. Reichsgröße von Planeten, Zweigstellen und Systemen plus 150%. Interessiert uns nicht die Bohne. Reichsgröße von Bewohnern, Distrikten und diplomatische Bedeutung ist verbessert. Das ist sehr interessant. Gerade weil wir pro Planet sehr, sehr, sehr viele Bewohner skillen werden. Wir werden es versuchen, maximal mit vielen Sklaven zu arbeiten hier bei uns. Schaden von Verteidigungsarmeen wird ein bisschen erhöht sein. Das heißt, wir werden uns gut verteidigen können. Das ist mir auch wichtig, weil wir natürlich effektiv spielen müssen. Wir müssen zusehen, dass wir uns auch diese ganzen überflüssigen Sachen auf dem Planeten, die müssen wir alle komplett vermeiden. Ja, wir dürfen uns ja nicht ausbreiten. Das ist halt der Punkt. Ansonsten sind wir xenophob. Ist klar, wir sind Piraten, wir hassen alles andere. Außer unser Geld ist uns nichts wichtig. Wir sind militaristisch. Wir müssen halt auch ein bisschen bum 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 machen können. Und gleichzeitig auch durchaus materialistisch. Das heißt, unsere Forschungsgeschwindigkeit ist ein bisschen erhöht. Zudem sind wir Menschen, wir sind einfach intelligent. Ein bisschen widerspenstig für gewöhnlich, aber relativ schnelle Fortpflanzer. Wäre da nicht auch ein Megakonzern mit diversen Geschäften auf anderen Planeten? Das hätte auch funktioniert. Ja, ich spiele nur einfach überhaupt gar nicht gern Megakonzern. Die muss ich irgendwann mal machen. Irgendwann, Stan. Irgendwann streamen wir mal eine Megakorb. So, wir gehen weiter. Auch hier haben wir uns schon mal für den Abend was ausgedacht. Aber ich würde tatsächlich hier noch eine Kleinigkeit für uns erhöhen. Und ich glaube, dass wir damit vielleicht noch einen minimalen Vorteil haben könnten. Ich würde gerne die Anzahl der Planeten, die es hier so gibt, die schon bewohnt sind, von Zivilisationen ohne Überlichttechnologien und beinahe vernunftbegabte Spezies, die hier, die würde ich gerne nochmal ein bisschen hochstellen auf, ja, sogar 2,5, damit wir einfach genug Sklaven in unser Reich holen können. Wir müssen ja irgendwie
irgendeinen Bonus müssen wir hier haben. Und wie ihr schon sagtet, selbstverständlich werden wir die skalierte Schwierigkeit, wir sind aktuell bei Admiral. Was wollt ihr? Schreibt es gerne rein. Was meint ihr? Admiral oder wollen wir doch Großadmiral spielen? Also mehr geht nicht. Und natürlich, natürlich, natürlich machen wir den Ironman-Modus an. Selbstverständlich. Also, lieber Chat, was meint ihr? So, wir waren uns einig, wir spielen unter Admiral und auf geht's. Gott, bin ich gespannt, ey, wirklich. Also, bin gespannt wie ein Flitzebogen, ganz ehrlich. So, die Vereinigte Piratenfraktion, ich habe sie euch bereits vorgestellt. Ich habe euch die Staatselemente, wir sind eine Banditenkommune. Das hatte ich euch auch mal, wir sind, wir können mal gucken. Ja, jetzt aber mal. Reichsweiter Effekt pro Fähigkeitsstufe. Wir haben mehr Erlassfonds, wir haben einen höheren Zuwachs. Und wir starten auf, und das ist das Interessante, wir starten auf Port Teach. Ja, man ist sich ja nach wie vor nicht ganz sicher, wo die damalige Piratenhauptstadt, war. Das soll ja ungefähr Port Royal gewesen sein. Deswegen habe ich mich entschlossen, unseren Planeten Port Teach zu nennen. Ja. Und ich habe uns in dem Fall eine Gaia-Welt geholt. Planetenkapazität 132, 30er Größe. Wie gesagt, irgendeinen Bonus müssen wir hier einfach haben. Und wir sind von der Bevölkerung her bei 28. Das ist verdammt viel. Wir sind jetzt schon bei negativen Dienstleistungen. Ja, das ist nicht gut. Wir müssen bei uns ganz wichtig zusehen, dass wir die Stabilität so hoch wie es geht halten. Einfach damit wir keine Abzüge bekommen. Das heißt, wir sollten zusehen, dass wir das hier möglichst hoch halten. Und tja, viel mehr Planeten werden wir nicht haben, ne? Genau, die haben eine Piraten und das ist also. Um das nochmal zu sagen, ich habe tatsächlich, ich bin ja ein unheimlicher Fan von KI. Ich kann euch halt sagen, was die KI mir gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe die Quellen nicht überprüft. Ganz wichtige Sache. Und da dementsprechend sollen sie sogar versucht haben, ein pseudodemokratisches System einzuführen. Wie, also die Art der Wahl war möglicherweise nicht, sprach vielleicht nicht ganz den aktuellen Standards, aber so grob könnte man das so sagen. Mit entsprechenden Politiken, die sie eingeführt haben, die waren für die damalige Zeit unheimlich modern. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und so möchte ich das hier halt auch spielen. Deswegen haben uns Dan und ich uns gegen irgendwelche Diktatoren oder so entschieden, sondern tatsächlich für eine Demokratie auf Port Teach. Quatsch, also für eine Oligarchie auf Port Teach. So. Also, jetzt gucken wir erstmal weiter. Wir sind bei den Mineralien, wir sind beim Haushalt her erstmal okay. Wir haben eine Wirtschaftszone, ein Forschungslabor und ein Verwaltungsbüro. Die machen Einigkeit. Hallo, Wodan von Edelsburg. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, erstmal ist das okay mit der Einigkeit. Ach, das ist echt eine schwierige Sache, ey. Also wirklich. Wir müssen hinterher, können wir, weil wir sind ja nur auf ein System beschränkt. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich hier keine Orbitalplattformen und all sowas bauen können. Das können wir natürlich auch in Zukunft machen. Wir spielen, wie gesagt, ohne Mods. Hier ist nicht eine Mod aktiv, das ist alles Vanilla. Dafür allerdings mit allen DLCs, die es gibt. Und allen aktuellen Patches. Das heißt, wir können in Zukunft auch auf jeden Fall eine Orbitalstation bauen. Stan, das ist erlaubt, oder? Das ist ja eine One-System-Challenge, keine One-Planet-Challenge. Okay, ich würde sagen, wir schauen erstmal, dass wir die Dienstleistung hochkriegen. Jetzt bin ich habe nie so krass da reingeguckt. Stadtdistrikt, geschätzte Grundproduktion, der macht plus 3. Wir bekommen keine Boni durch irgendwelche Risse, durch Events, Archäologie, aber das ist ja der Punkt, ihr Lieben, das interessiert uns als Piraten nicht die Bohne. Es juckt uns überhaupt gar nicht. Wir sind ein Pirat. Was interessiert mich irgendeine alte Archäologie? Ja, wenn da Knete drin ist,
dann hole ich sie mir. Ansonsten kann das Ding vor sich hin verrotten. Ja, das ist uns in dem Fall, ist uns das völlig egal. Und bei einem Riss ist es das Gleiche. Wenn einer durchkommt, dann ziehen wir ihm sein Geld ab und dann darf er weiterfliegen. Also von daher, wir sind ein Pirat. Ich sehe das ganz offen. Kaffee. Prost. So. Also, geschätzte Grundproduktion. Ich muss jetzt aber nicht in regelmäßigen Abständen verdammt sagen, oder? Ich glaube, das ersparen wir uns. Dann gucken wir mal, dass wir hier mehr reinsetzen. Ich glaube, Energie ist für den Moment nicht so wichtig. So. Dann haben wir uns das angeguckt. Dann haben wir unser System. Da gibt es noch ein bisschen Energie. 2. Mondax Rückzug. Ui. Ah, das sind alles karge Welten. Wir könnten eventuell langfristig, was ist das hier? Schön. Ja. Haben die Piraten in Stellaris zumindest nicht einige Nebensysteme? Ja, wir spielen ja eine spezielle Form des Piraten, also unseren Pirat quasi. Okay. Muss man mit Hakenhand spielen. Mir ist begeistert, totale Begeisterung. Ihr merkt das schon, die Begeisterung bricht absolut aus. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, wo wir gestartet sind. Das ist ja mal nein. Hier gibt es auch noch eine Wüstenwelt und eine Wüstenwelt daneben. Eine 17er und eine 22er. Gottes Willen. Okay, wir werden uns trotz alledem ein Forschungsschiff noch bauen, aber wir werden die Sachen erstmal nicht erkunden, sondern aufdecken. Man kann Welten terraformieren, aber es ist lange her, seitdem ich das gemacht habe. Wie gesagt, wir spielen aktuell im Let's Play Roboter, da brauche ich das nicht. Deswegen, Stan, kann man das machen? Das heißt, du musst in der Forschung definitiv auf Terraforming gehen. Genau, wir müssen auf 2 Sachen gehen, das ist ganz wichtig. Terraforming und wir müssen auf die Orbitalplattform gehen. Das ist absolut Priorität. Aber zumindest eine temporäre Augenklappe sollte drin sein. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich habe ja sehr viele Kostüme hier. Ich habe halt Kinder, ne? Ich habe fast alles hier. Aber nein, wir machen das nicht. So, jetzt bauen wir uns erstmal die. Können wir noch nicht bauen, aber nicht die Mineralien für. Schauen wir erstmal, dass wir dich mal dahin schicken zum Aufdecken. Nur bewohnbare Planeten kannst du terraformen. Du könntest auf Habitate gehen. Habitat ist das Problem. Es ist ja nur noch ein Habitat pro System erlaubt. Im aktuellen Bild. Aber wir können um einige Planeten was drum bauen. Das geht. So. Untätige Anführer. Das ist der Piratenherrscher Dietmar Tietsch. Und jetzt stelle ich euch erstmal den guten Dietmar vor. Der gute Dietmar hat ein logistisches Verständnis, das seinesgleichen sucht. Er hat nämlich Unterhalt der Schiffe -5, beziehungsweise der Armee -10. Ja. Wie sieht unsere Flotte aus? Das wird gerade von Kommandant Cognat. Er haut gerne ab. Ja. Okay. So, also das sieht schon mal gut aus. Das ist uns erstmal egal. Jetzt gucken wir erstmal hier weiter. Ich denke, wir machen erstmal Forschung. 76 Monate dauert das. Was? Die Standard-Tech? Alter Falter. In der Geschwindigkeit forsche ich ja morgen noch. Also wir brauchen auf jeden Fall, jetzt am Anfang brauchen wir eigentlich nur 2 Dinge. Forschung, Forschung, Forschung auf unserem Planeten. Nicht mehr. Boah, ist das 87 Monate. Du heiligst Blechle, ey. Du ahnst es nicht. Da sind wir ja morgen noch zugange. 76 Monate in Echtzeiten. Ich glaube nicht, Tim. Ja, viel mehr können wir momentan nicht machen. Wir haben keine Regierung. Miktab, wir haben Tiran. Verteidigungsminister, Unterhalt der Schiffe, der Staatsminister.
Gesandte und Erstkontakt und der Forschungsleiter Forschungsgeschwindigkeit. Okay. Ja gut, dann schauen wir mal weiter. Wir wollten auf jeden Fall noch ein weiteres Forschungsschiff bauen. Wir könnten im schlimmsten Fall auch... Ja, wir machen erstmal eins. Und Forschung an sich ist uns ja eh erstmal egal. Wir wollen ja rumfliegen. Und decken erstmal auf. Wichtig ist mir halt, dass wir schnellstmöglich gucken, ob auf solchen Planeten jemand lebt. Das heißt, da wo ein Planet angezeigt wird, müssten wir tatsächlich nachträglich mal hinfliegen. Und ich würde ihm jetzt tatsächlich sagen, er soll bitte einmal vollautomatisiert die Systeme aufdecken. Und das kann er jetzt erstmal ganz alleine machen. Und wir gehen mit unserem Forschungsschiff 4 hinterher und gucken, dass wir die Systeme uns holen, die Anomalien, schwierig. Ich würde sagen, ja. Da kann ja Kohle drin sein. Geld. Hallo Star Silver, hi. Ich würde sagen, ja, da kann ja Geld drin sein. Grundsätzlich würde ich immer erforschen, weil ich immer den Gedanken habe, da kann Geld drin sein. Aber das ist aufgrund der Spielmechanik nicht möglich, wenn wir die Systeme für bestimmte Elemente nicht besiedeln oder besetzen. Deswegen müssen wir das weglassen. Aber mit der Erforschung an sich hätte ich jetzt aus Sicht des Piraten kein Problem. Denn wir müssen ja davon ausgehen, das ist ja eigentlich genauso ein Piratending. Aber wir forschen halt nicht. Also wir forschen ja eigentlich nicht, sondern wir gucken, ob da Geld ist. Das ist ja der Punkt. Ja? Das ist, genau, Anomalien kann man plündern. Richtig, das ist, so ist der Gedankengang. Ja? So, jetzt gucken wir erstmal, können wir uns das schon leisten? Ja. Entdeckungschance für Anomalien, Ausgrabung ist völlig unwichtig. Dann nehmen wir mal ihn hier. Ja. Und du kannst einmal das erkunden. Und das erkunden, denn da sind zwei Planeten. Vielleicht gibt es da schon ein paar Sklaven, die wir uns holen können. Shugenja, hi, schön, dass du da bist. Freut mich. So, und jetzt wollen wir erstmal gucken, wo es hier überhaupt... Anomaly found. Ja, das lässt du bitte vorerst sein. 540 Tage ist dann doch ein bisschen zu lang. Port Teach, ihr Lieben. Hier liegt es. Ein System. Ich bin gespannt. Erstkontakt. Wir haben Erstkontakt im Antares-System. Unbekannte Raumschiffe. Erstkontaktprotokolle. Komet gesichtet. Stopp! 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 Das ist ein gutes Omen. Da ist bestimmt Geld drin. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. So. Also, jetzt gucken wir erstmal. Wir werden alle Xenos mit offenen Armen empfangen? Nein! Es wäre ratsam, Vorsicht, oder wir müssen uns vor denjenigen, die uns bedrohen wollen, schützen. Ja, aggressiv. Easy. Easy, easy. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist hier los in Antares. Oh, ist das geil. Pinkmeier, danke fürs Folgen. Mega. Da ist bestimmt einfach nur... Ah, komm, wir schicken mal irgendjemanden hin. Ich finde es ja super interessant, dass wir überhaupt solche Leute haben. So. Oh Mann, ey. Wir spielen einen Piraten mit der One System Challenge, damit es auch so ein bisschen rollenspielerisch passt. Das ist der Piratenherrscher Dietmar Tietzsch, in 17. Generation ein Nachfahre des berüchtigten, des genialen, des toten Blackbeards. Und er lebt in der Piratenbase auf seinem Planeten, der heißt Port Teach. So, wir sind tatsächlich eine Banditenkommune, ja. Also wir versuchen das hier auch wirklich rollenspielerisch natürlich passend zu machen. Ganz klar. Denn jetzt müssen wir, gut überlegen. Das könnte tatsächlich jetzt ein Weilchen dauern. Wir haben uns nach langem Hin und Her entschieden, dass wir Wohlstand nehmen. Einfach aus dem Grund heraus, das gibt uns Produktion für Bergbaustationen, Aufstiegsvorteile und. Wir sind halt Piraten und wir machen unser Ding erstmal mit Wohlstand. Und dann gehen wir in Richtung, wahrscheinlich sogar in Richtung Täuschung. Das finde ich noch besser. So, dann gucken wir uns, ja.
Der ist noch nicht fertig. Zufriedenheit, das ist mächtig. Wir gucken nochmal ganz kurz nach Port Teach. Und ich würde gerne bei nächster Gelegenheit unsere Forschung boosten. Wir brauchen mehr Forschung. Definitiv. Wir müssen in meinen Augen hier unten alles mit Forschung vollballern. Viel wichtigere Gebäude gibt es eigentlich gar nicht für mich persönlich hier unten. Eventuell nochmal eine Zivilindustrie, damit wir die Forschung refinanzieren können, damit wir das nicht alles einkaufen müssen. Aber ansonsten machen wir das alles mit Forschung. Okay. Wohlstand hat noch einen anderen Effekt. Man bekommt, wenn man es richtig anschnellt, schnelle Einigkeit. Dann sollten wir zusehen, dass wir das richtig anstellen. Vielleicht eine Legierungsgießerei. Stimmt. Naja, eine Legierungsgießerei anstatt des anderen Dings. Ja, das sollten wir machen. Lass uns mal ganz kurz gucken, was die Standarddistrikte bringen. 8. Echt jetzt? 8 Konsumgüter bringt so ein Standarddistrikt und 4 nur? Heieieiei. Das ist schwer. So, was wir noch machen können, um das zu boosten, ist einen Planeten fritzen. So, jetzt ist die große Frage, haben wir denn da einen vernünftigen? Das ist ja aktuell unser Verteidigungsminister. Wir haben unseren Staatsminister Tiran. Und jetzt guckt euch mal an, was der bringt. Auswirkung als Planetengovernor plus 2% auf alles. Und als Regenten auf der Heimatwelt plus 2. Also wir sollten zusehen, dass unser Port Teach von einem Beamten geleitet wird. Das vertrauen wir uns jetzt einfach mal an. Was macht denn der? Der ist Staatsminister. Der hat Geschwindigkeit von Ratsagenda plus 5. Wir werden den mal einstellen. Dann haben wir nochmal 2% als Planetengovernor obendrauf. Genau. Und Reichsgröße reduziert. Ich halte das nach wie vor für unwichtig. Von Energie, also im Prinzip allem. Mehr oder weniger. Alles klar. Gut, das ist das. Weiter geht's. Haben wir uns darum gekümmert? Da steckt jemand drin. Sehr schön. Council Agenda. Schoffer. Danke, dass du da bist. So, Ratsagenda. Schiffe sind unterwegs. Ja, du kannst hier was bauen. Zacke, bumm. So, jetzt gucken wir mal. Zufriedenheit der Staatsbürger, das sollten wir machen. Vielleicht geht die Reichsgröße auf 0 oder ins Minus. Halte ich für unwahrscheinlich. Und selbst wenn, ist es egal, weil wir kein Boni bekommen. Das Problem ist bei Reichsgröße, du kriegst nur Mali, aber keine Boni. Hätte ich tatsächlich nach einer Mod gucken können, aber wir spielen Vanilla. Das aktivieren wir, dann müssen wir mal gucken. Oh, da sind viele Sachen. Handelswert halte ich tatsächlich für egal. Stark aus eigener Kraft. Das hört sich mächtig an. Wachstumsgeschwindigkeit erhöht. Verschlüsselung erhöht. Modifikator bei Beginn. Unstabilität erhöht. Wow. Baugeschwindigkeit, Mechanik ist uns völlig egal. Machtentfaltung. Wir können keine Macht entfalten, wenn wir keine Leute haben. Ich denke, wir werden erstmal auf stark aus eigener Kraft gehen, damit wir uns hier entsprechend aufbauen. Alles klar. Na gut. Also, machen weiter, oder? So, Vollgas. Geht's schneller? Nee, ne? Dann sieh mal zu, dass du hier was erkundest, mein Lieber. So, wenn du mit den beiden fertig bist, dann kannst du auch auf Erkunden gestellt werden. Und ja, jetzt können wir im Prinzip erstmal abwarten. Ne? Wir sind ja Piraten. Viel mehr haben wir am Anfang nicht zu tun. Ich hoffe nur, dass irgendeiner von den... Ach, verdammt, da gibt es keine Planeten. So, dann gehst du bitte danach... dahin. Da ist ein Bösewicht. Wir haben eine Alien-Raumstation gefunden. Ja, ruhig. Stopp. Stopp. So. Huch! Okay. WTF. Oh, es sind 5 Leute sogar bei YouTube dabei.
Hallöchen. Wir wissen nun, dass es nicht nur auf Portage eine prächtige kleine Biosphäre gibt. Sklaven. Wir brauchen ganz klar Sklaveneinigkeit. Lobende Initiative. Wir müssen ihn nicht katalogisieren. Es ist alles egal. Naja, es ist, gibt wichtigere Dinge momentan zu tun. Seal, mach's gut. So. Also, da ist ein Planet, auf dem wir eh nicht leben können. Ist uns also eh Wurst. Sag mal, Stan, eine Sache, eine Frage. Gut, da müssen wir tatsächlich ein zweites Schiff uns organisieren. Wir haben das gerade mal besprochen. Die Frage war, müssen wir, um zu sehen, ob es eine Spezies dort gibt mit fremden Planeten, müssen wir sie erkunden oder nicht? Und die Antwort war ganz klar, ja, wir müssen erkunden. Und das geht nur mit mehr Raumschiffen. Deswegen würde ich jetzt nämlich sagen, die Grunur, okay, verdammt, ist uns egal. So, deswegen würde ich ganz klar sagen, wir werden ihn jetzt auf Systeme erkunden schicken. Und wir lassen ihn das hier automatisch machen. Und dann werden wir einmal hier Geschwindigkeitsratsagenda, dann nehmen wir lieber ihn. Und ihn sagen wir auch bitte auf Systeme erkunden. So, er soll ganz bewusst nicht aufdecken, er soll nur erkunden. Das ist mir ganz wichtig. Und vielen Dank für die Subscription. Dankeschön. So, also da oben geht es nicht weiter. Jetzt können wir aber hier weitermachen. Also, Unterhalt der Gebäude reduziert oder bauen. Baukosten? Ja, ganz klar, die Baukosten. Das nehmen wir. So, Dietmar. Oh ja, der Forschungsleiter. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien könnte man machen. Ich würde ihm wahrscheinlich... Ja, wir geben ihm Forschungsgeschwindigkeit der Anomalien. Und mir Dietmar Teach. Oh, das ist jetzt eine weitreichende Entscheidung, was wir hier machen. Logistisches Verständnis auf Stufe 2. Ein Schwindler? Weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich die Flottenkapazität nehmen. Flottenorganisator. Fände ich gut. Wir nehmen die Flottenorganisator. Ich bin kein Schwindler. Ich stelle mir als Pirat, ein Pirat ist kein Schwindler. Ein Pirat geht hin, hält dir den Säbel unter die Nase und sagt, Leben oder Geld. Das ist doch nicht schwindeln. Also, man kann über Piraten alles sagen, aber doch nicht, dass sie schwindeln, oder? So sehe ich das jetzt tatsächlich zumindest nicht. Gut, dann sind unsere Leute unterwegs. Staatsminister Tiran hat... Oh, Fruchtbarkeitsprediger. Ah, das ist jetzt schwer. Oh, das ist schwer, Leute. Machen wir einen Fruchtbarkeitsprediger oder lassen wir ihn auf dem Acker schürfen? Gib mir dann dein Geld oder Leben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich hätte auch gesagt Fruchtbarkeit. Ach, hätte das nicht nacheinander kommen können, ey? Weil wir sind nur bei 12 Nahrung. Ja, Energie haben wir. Das Problem ist, wir haben ja 30 Distrikte oder hier noch 16. Also insgesamt Planetengröße 30. Oh, bei uns? Nee, das ist uns egal. Andere Sternsysteme interessieren uns nicht. So. Da gibt es ein Erstkontaktereignis. Weitermachen bitte. Und der Verteidigungsminister. Das ist jetzt auch wichtig. Unser Verteidigungsminister hat Lebensdauer plus 20. Was hat denn der noch so? Ach nee, das bin ich. Wollen wir dem echt mehr Lebensdauer geben und dann hoffen, dass er noch geilere Perks bekommt? Das wäre eine Möglichkeit, ne?
Das machen wir mal. Und ich brauche Konsumgüter. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir müssen auf jeden Fall ein Industriedistrikt bauen. Jetzt gucken wir mal, wir haben fast nichts mehr übrig. Wir müssen auf jeden Fall ein Industriedistrikt bauen und dann gucken, dass wir mehr Handwerker hier skillen. So, das ist das Thema. Jetzt müssen wir einmal kurz checken, wie lange die Forschung noch läuft. Das war das Falsche. 10 Monate, alles klar. Gut, das haben wir gesehen. Haben wir hier alles gemacht. Corin, Entdeckungschance, Anomalien. Das kannst du ein bisschen skillen. Das ist okay. Gut, weiter geht's. So, ein Forschungsschiff hat nichts zu tun. Ach, verdammt. Du sollst weiter aufdecken, bitte. Zackebumm. Auf geht das. Ab geht die Post. Jula. Sehr gut. Oh, zwei, alles mächtige Technologien. Ich würde erstmal die Feldmodifikationen erforschen. Und dann gucken wir mal, was wir danach kriegen. So, können wir eigentlich schon Konsumgüter kaufen im schlimmsten Fall? Könnten wir machen, ja. So, Forschung. Sehr cool. Wachstumsgeschwindigkeit erhöht. Sehr gut. Und Armeeschaden ist uns egal. Metall-Keramik-Panzerung ist uns eigentlich auch egal. Trägergeschwader ist uns eigentlich auch egal. Ich würde die Metall-Keramik-Panzerung nehmen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Archäologische Stätte ist uns wurscht. System erkundet ist gut. Gibt's keine Sklave, Leute. Wir nennen sie mal Leute. Nicht Sklaven, Leute. Tote Welt. Jetzt gucken wir mal kurz. Puh. Gott, sind das geile Welten in der Nähe. Was haben wir da? Oh. Eine tropische Welt und ich darf keine von diesen Welten besiedeln. Ach Gott, noch eins. Was ist das? Eine Adride-Welt. Okay, die ist mir egal. Oh Gott sei Dank, die können wir alle nicht. Also da... Ach, das System wäre nice, ey. Naja. Okay. So, jetzt haben wir wieder Konsumgüter. Das sieht schon mal gut aus. Nächste Tradition. Stadtdistrikte stellen zusätzliche Wohnungen zur Verfügung. Ringwelt... Stadtsegmentum Ökumenopolis Wohnarkologien stellen Wohnung zur Verfügung. Haben wir das momentan? Ist da momentan Mangel? Ne. Was haben wir hier? Unterhalt der Gebäude reduziert. Ja. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Das finde ich besser. Ach, der Kuratororden. Ach, Herr Jemine. Ernsthaft, wir haben direkt den Kuratororden hier in der Ecke. Können wir den nicht angreifen? 180 Tage machen wir nicht. Ein Erstkontakt. Schau einer, guck. Dann gucken wir mal, was das für einer ist. So, wo ist denn der? Hier oben. Das ist auch wieder so ein unwichtiger Erstkontakt. Wir machen ihn trotzdem mal. Das ist auch wieder irgendein Orden oder sowas. Keine Ahnung, die Shroud oder sowas. Naja, wir werden sehen. Das hier würde mich mehr interessieren, was das hier ist. Aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. So. Das ist der Kommandant von Nix. Ah, dann skillen wir mal seine aktuellen Eigenschaften weiter. So. Ich habe aber schon mit Gegner eingestellt, oder? System Survey complete. Das ist gut, da gibt es auch nichts. Das ist der Leiter eines Forschungsschiffes.
Wir nehmen mal Politiker zweiter Generation. Der Rest machte keinen Sinn. Hallo Ulubu. Der Rest ist nur interessant, wenn er Chef von irgendeinem Planeten wird. Und das haben wir aktuell nicht. Apropos Planet. Wir haben noch einen verfügbaren Job. Null Dienstleistungen. Ich würde sagen... Wir machen noch ein Forschungslabor. Ja. Ja, wir machen noch ein Forschungslabor. Und ein Distrikt noch. Dann haben wir noch einen Bauplatz. Ja. Gibt es einen Blocker-Bonus? Du meinst einen Blocker hier? Das ist einfach nur industrielles Ödland. Macht eine sengende Wüste wieder frei. Macht reichhaltige Hochebenen wieder frei. Ne. Und hier wird ein Bewohner erstellt. Aber ansonsten maximale Generatordistrikte plus 2. Bergbaudistrikte plus 2. Ja, jetzt nichts Besonderes. Also nichts, wo ich jetzt sagen würde, das brauchen wir jetzt unbedingt. Glaube nicht. So. Ansonsten läuft erstmal alles. Ein natürliches Wurmloch. Ja. Soll uns auch im Prinzip egal sein. Da ist noch einer, der läuft. Der läuft noch nicht. Da rein bitte. Research complete. Ja, einmal weitermachen. So, Forschung. Oh ja, mehr Energie ist gut. Das ist jetzt schwierig. Ich würde wahrscheinlich die Forschungsgeschwindigkeit nehmen. Ja, wir nehmen die Forschungsgeschwindigkeit. Ich glaube, Erkunden ist für uns momentan nicht so wichtig. So, ein weiteres... Ah, da ist der erste Gegner. Astralfasern sind uns egal. Hier ist er. Blub. Da haben wir ihn gerade gesehen. Da haben wir aber keinen mehr übrig. Na, die kümmern sich erstmal um den Rest und dann machen wir das da oben. Oh, da ist wieder einer. Oh, da gibt es schon eine Station. Gucke mal. Ei, da ist der erste Gegner. Hahaha. Ha, ha. Wir müssen unbedingt so schnell wie es geht die Tarnung erforschen, damit wir dort weiter forschen können. Ja. Oh, hier oben ist auf jeden Fall, da hat er sich schon ausgebreitet. Ja, alles klar. Okay, so, Research. Wachstumsgeschwindigkeit der Bewohner. Plus 10%. Ja, passt. Gewährt einen kleinen Betrag an Einigkeit. Ah. Ob wir Genkliniken bauen, Stan? Und lieber Chat? Und dann eventuell danach wieder abreißen? Das bringt uns pro Job Wachstum. Was meint ihr? Das Sinn macht, Genkliniken zu bauen? Genau, wir haben halt nur einen geringen Bauplatz, ne? Nee, mach ich auch nicht. Nee, machen wir nicht. Wir haben noch genug Essen. Wir machen die Einigkeit. Ich glaube, das bringt uns im Moment mehr. Ich glaube, das bringt im Moment mehr. Okay, gut. Barbarei! Anzeichen von Barbarei! Na, da bin ich mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Das sind wahrscheinlich die hier unten gewesen. So, der Creeper-Gürtel. Forschungsleiter. Oh, das ist jetzt wichtig. Erfahrungszuwachs. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien ist unwichtig. Dann geben wir ihm den Erfahrungszuwachs. Alles klar. Research complete.
Okay. Metallkeramikpanzerung. Jetzt gucken wir mal. Margro, danke fürs Folgen. Baugeschwindigkeit planetar plus 25%. Das ist schon mal eine gute Sache. So, im Meißner-System haben wir erst Kontakt mit einer weiteren Spezies bekommen. Ja, ein giftiger Terraforming-Kandidat ist uns egal. Hier oben, ist da jemand drin? Nee. Wir fliegen ja nur, wir fliegen ja momentan nur durch. Vorerst sein lassen. System Survey complete. Ja, das können wir alles momentan nicht machen. Das bringt alles so noch nichts. Okay. Ich bin gespannt, was hier unten noch ist. Da sind wir ja im Moment noch gar nicht aktiv da unten. Erstkontakt im Veliko-System. Boah, ernsthaft? Jetzt kommen sie aber alle aus den Löchern gekrochen. Da ist... Oh nein! Nein! Wir haben die Kristallintenitäten direkt vor der Haustür. Die Heimatwelt. Ja gut, wir spielen auf Admiral, ne? Ich meine, das Leben als Pirat ist hier kein Zuckerschlecken bei uns. Ja, wir haben die Kristallintenitäten vor der Haustür. Einigkeit, was? Minus 0,84? Boah. Wo ist die ganze Einigkeit hin? Definitiv Stellaris. Einsteigerfreundlicher. Wir saugen hier gerade echt irgendwo eine ganze Menge Einigkeit ab, ne? Kann das sein? Wir müssen da eindeutig mehr Einigkeit produzieren. Ich weiß gar nicht, haben die Jobs? Ne, die produzieren gar keine. Die produzieren nur Handelswert, ne? Ah, ist das fies, ey. Ja, ich glaube, wir müssen echt ein paar Leute raushauen, ne? Heieieiei. Ich würde tatsächlich... Ah, das ist fies. Ich würde tatsächlich ihn hier rausschmeißen. Konkenant. Und einfach Dieter Teach das machen lassen. Denn... Port Teach wird von einem Beamten gemacht und der Rest ist in dem Fall egal. Genau. Ich würde unseren Admiral, pass mal auf, wir machen das mal. Wir werden mal die Raumflotte in die Hände von, selbstverständlich von, Moment, das ist schon in meinen Händen. Nee. Ach, das können wir nur dem Verteidigungsminister geben. Dann machen wir das. Einmal den Verteidigungsminister bitte. Das macht er höchstpersönlich. Spaceborne Lifeform encountered. Ja. Menschliche... Ach du grüne Neune. Sie existiert... Was? Wer existiert nicht mehr? Ja, gucken wir uns gleich an. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hallo Margoro, schön, dass du da bist. Okay. Dann würde ich sagen, wenn er nicht mehr existiert... kümmern wir uns um... Ach ne, die sind dabei. Okay. Entschuldigung, meine Frau war gerade drin. Ah, das ist jetzt schwierig, ey. Aber du hast recht, Stan, wir müssen Leute loswerden. Ich würde sagen... Ja, er fliegt raus. Mehr als eine Flotte können wir uns eh nicht leisten. So. Das tut mir leid. Weg mit dir. So, Beamte haben wir einen, das passt. Wissenschaftler haben wir momentan drei, ne? Was kostet der? 6? Alto Belli, ey. Ja, wir können uns nicht so viele leisten. Das geht nicht. Wir können es uns nicht leisten, so viele Raumschiffe hier rumfliegen zu haben. Aber wir müssen. Wir müssen. Jetzt sind wir wieder bei 12. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt wird's wieder mehr. So. Forschungsgeschwindigkeit erhöht. Produktion der Forschungsstation erhöht. Das bringt zumindest ein bisschen was. Ja, wir müssen... ich weiß, auf diese Dinger. Wir haben aber keine...
keine Wissenschaft, keine, na, wie heißen sie? Keine Gesandten frei. Das ist unser Staatsminister, Tiran. Wir skillen mal seine seinen Nahrungsboni noch weiter. 120, das kannst du mal mitmachen. Vielleicht finden wir da ein bisschen Geld. So, dann haben wir noch einen. Das ist, ich selbst, Dietmar Tietsch, ist unser, ja, jetzt gucken wir mal. Flottenkapazität plus 15%. Das klingt doch gut. Wer ist eigentlich, nächste Wahl. Oh Gott, es gibt eine Wahl. So, jetzt müssen wir uns erstmal die Fraktion angucken, die sich hier gerade gründen. Können wir sie auch ruhig weiterlaufen lassen in der Zeit. Gott, wo waren das? Nanokristallgitter gibt uns Forschung, passt. Wo zum Henker waren denn diese Fraktionen da? Menschliche Preservation Vanguard. Okay, sie lieben uns. Passt. Silver Guard. Niedrige Flottenkapazitätsnutzung. Hassen sie. Im Rat vertreten. Boah, Pech gehabt. Herrscher hat Reichsethik. Boah, die sind ein Problem. Und Institution des technischen Fortschritts. Herrscher hat Reichsethik. Mhm. Okay, also wir müssen mehr Flottenkapazität nutzen. Ja gut, das können wir machen. Wir haben ja, das sollten wir mal in Angriff nehmen. Das können wir machen, während das hier läuft. System Survey complete. Wir haben eine Werft drin, aber mehr noch nicht. Dann werden wir mal im Flottenplaner. Wie viel haben wir? Ach, mehr als genug. Guck mal. Wir können das Ding einmal voll machen. Befehlslimit 20 und blub, alle verstärken bitte. So, dann wird hier schon mal ein bisschen was gebaut. Und dann haben wir schon mal eine vernünftige Raumflotte hier bei uns. Okay, so, jetzt müssen wir bei dem weitermachen und gucken, was wir machen. Ella, danke fürs Abo. Ressourcenproduktion Spezialist plus... Oh... Ja. Ich würde sagen, Unterhalt von Jobs minus 5%. Ich glaube, das bringt uns im Moment tatsächlich am meisten. Und Forschung, mehr Einigkeit. Das ist sehr gut. Und das ist mir egal, das ist egal. Also nehmen wir die Ökosimulation. Ein bisschen mehr Nahrung schadet uns hier nicht. Okay. Gut, jetzt bist du untätig, immer noch. Ja, dann... du bist da zugange. Du sollst bitte Systeme erkunden und ab dafür. Ja, hier vorne gibt es jetzt zwei Imperien. Also entweder gibt es ja ein großes oder zwei schon. Da sollten wir mal gucken, dass wir dort... guckt euch mal, wie groß das ist schon. Ah, da sehen wir nichts, ne? 800, 225... 1100, ja. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Bin gespannt, was wir dort haben. Fanatische Säuberer? System Survey complete. Man weiß es nicht. Sterntor entdeckt. Alles klar. Situation log updated. Proteste breiten sich in ganz Port Teach aus. Die großen und farbenfrohen Versammlungen unterstützen besonders frivole Themen wie das Recht, in Finanzinstitutionen zu tanzen, bis hin zum Bemalen von Verteidigungsplattformen. Sollen sie meinetwegen gelb anmalen? Das ist mir doch völlig egal. Hauptsache, die schießen weiter. Die Proteste sind nicht gewalttätig, aber sie sind laut einigen Zivilisten der zivilen Dienst auf Port Teach worden durch die Störung behindert. Die breite Öffentlichkeit allerdings scheint in skurrilen Demonstrationen Ressourcenproduktion von Spezialisten für 2 Jahre. What? 30% miese? Ernsthaft? Die wollen mich doch verarschen, ey. What? Minus 4? Alter Falter, ey.
Port Teach bitte, Übersicht, zack, Industriedistrikt. Eieieiei. Ja, also manchmal hast du Pech oder manchmal gewinnen die anderen, ne? So viel zu dem Thema. So, machen wir erstmal Forschung. Rumpfstärke von Korvetten oder Fregatten. Gaussgeschütz. Gaussgeschütz, bitte. Die Proteste auf Port Teach haben fast so plötzlich wieder aufgehört, wie sie begonnen hatten. Gerüchte über ihre Ursprünge gibt es viele, doch man munkelt vielerorts, dass eine Gruppierung selbst Manifesten nennt und dafür verantwortlich ist. Dieses Kollektiv war in den letzten Jahren offenbar für eine Reihe provokativer Kunstprojekte verantwortlich, deren Inhalte scheinen genauso zweifelhaft gewesen zu sein, wie die Probleme, gegen die sie in Port Teach nun protestierten. Wie bitte, lasst sie ihren Spaß haben. Wir sind Piraten. Verhaftet und... Naja, den Rest könnt ihr euch denken. Lasst sie ihren Spaß haben. Was kommt's hier noch, ey? So. Jetzt aber. Wachstum erhöht. Handelswert ist mir wurscht. Rein damit. Jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Monatliche Einigkeit. Ja, könnten wir machen. Ist mir egal. Ist mir egal. Das ist auch nicht so wichtig. Das auch nicht. Bevorzugte Gesellschaft. Den Rat erweiterst. Echt, meinst du? Erweiterung des Rats? Ah, wenn du das sagst, machen wir das. Aber stimmt, du hast recht. Ja, doch, du hast recht. Das machen wir einmal mit, bitte. Unsere Bemühungen, Mitglieder der Manifesten zu fassen, erwies sich als schwierig. Wir haben aber nun doch zu Ergebnissen geführt. Nachdem die Menge sympathisierender Anhänger von den eigentlichen Redelsführern getrennt werden konnte, fanden die alle Umtriebe der Manifesten ein Ende. Unsere Einstellung zur Zensur steht nun aber unter größerer öffentlicher Beobachtung. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Bewohner ein derart liberales Denken gefördert hatten. Nichtsdestominder ist ein deutlicher Rückgang des Vandalismus und anderer ziviler Ablenkungen zu verzeichnen. Okay, das war schon wieder. Ja, top. Tja, bauen wir das noch weiter? Wir bauen das noch weiter. Irgendwelche Jobs brauchen wir. So, die sind immer noch beide zugange. Wunderbar. In der oberen Gasriese von Manship 1 haben wir ein üppiges Ökosystem entdeckt. Oh, okay. Gewaltige schwebende Kreaturen, deren Körper aus mit Treibhausgasen gefüllt sind in den Windströmungen. Das gibt uns ein bisschen Forschung. Herzlichen Glückwunsch. Das ist uns egal. Erstkontakt, sehr schön. Research complete. So, du bist eine Stufe aufgestiegen. Ich würde tatsächlich gucken, dass wir auch die Lebensdauer weiter skillen. Das können wir leider nicht machen. Die sind hier noch drauf. Ja, das, die Gammas, das sind diese Kristallintensitäten. So, Produktion Forschungsstation. Jetzt machen wir die Erkundungsgeschwindigkeit. In der Hoffnung, dass uns das zumindest ein bisschen was bringt. Genklinik hat mal gesagt. Hydrokultur. Tja, Hydrokultur oder Nahrungsverarbeitung. Also eigentlich werde ich gesagt, wir gehen erstmal in Richtung der Hydrokultur. Dann können wir auf unserer Raumstation zumindest noch ein ganz bisschen produzieren. Und nicht ganz so viel. Okay. Die Gesandten sind im Arbeiten. Wenn du nichts von denen hörst, dann... Resmenance und in Karenval und in Quasmaton. Quasmaton sind die hier. Das sind die Kristallintenitäten und Quavenmal, das ist der hier. Wer auch immer das hier ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die da noch beschäftigt. Das dichte tropische Blattwerk von Trines Versprechen 3 verbirgt, was Wissenschaftler, Leiter der ISS Ignak der Kreuzfahrer eine Prototyp-Zivilisation nennt. Hier. Ja.
drei Sklaven, vernunftbegabte Pops für unseren Heimatplaneten. So, weiterer Erstkontakt. Hier unten sind wir natürlich noch gar nicht gewesen, ne? Aber da geht's hier hinten raus. Bin gespannt, was da noch bei rauskommt. System Survey complete. So. Was haben wir gesehen? Was haben wir gesehen? Das finde ich nicht schlecht. Militärflotten, Bewohnerschaden bei Orbitalbombardierung minus 5%. Das könnte tatsächlich hilfreich sein für uns. So, wie sieht es mit der Raumflotte aus? Ja, die können wir schon wieder updaten. Die ist fertig. Ships upgraded. Sehr gut. Archäologische Städte ist uns egal. Ja, ansonsten, wir gucken mal bei den Situationsprotokollen, ob wir da irgendwas machen müssen. Nee, läuft. Oder? Warte mal, wir schauen mal sicherheitshalber. Welche sind denn das? Die hier waren das, glaube ich, ne? An alien empire has established communications. Schade, warum kam denn da nichts raus? Die Rix-Handelsbörse. Du hattest tatsächlich recht. Hätte ich mir gewünscht, dass da irgendwas kommt. Naja. Wir schicken ihn mal dahin. Dann gucken wir uns das Quasimod-System nochmal an. An alien empire has established communications. Okay, doch nicht. Wir sind die Tamesianer, im Gegensatz zur zivilisierten Sternennation der Galaxie, dienen wir keinem Meister. Ich wurde ausgewählt, um euch diese Botschaft im Namen der Häuser zu übermitteln. Versucht nicht, uns eure verweichlichten Wege aufzuzwingen. Ihr mögt zwar außerirdische Schiffe in unser Territorium schicken, aber erwartet nicht, dass sie zurückkehren. Also, meine sind zurückgekehrt. So viel dazu. Dann würde ich sagen... Evading hostile fleet. Ja. Danke. Und wir gucken uns die hier parallel nochmal an. So. Gut. Ja, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht gut. Wir könnten Anführer anheuern oder ein Ziel für Überfälle definieren. Das werden wir dann mal sehen. Und hier machen wir jetzt... Tja... Wohnungen haben wir noch genug, ne? Ich würde sagen, wir machen erstmal das Streben nach Profit. Das finde ich momentan erstmal besser. So, wie sieht es bei euch aus? Schon wieder ein Forschungsschiff ohne Arbeit. Kannst dir weiter aufdecken. Okay. Ah, die haben relativ viel Flottenstärke. Im Verhältnis zu uns. Ich weiß gar nicht, können wir die... Ja, da ist auch wieder eins. Alien-Bedrohung. Können wir die hier sehen? Wir empfangen eine Übertragung. Oh! Ich wollte aber erstmal dem Schiff wieder sagen, es soll bitte weiter aufdecken. Tja, was machen wir? Kommt uns nicht in den Weg, sonst werdet ihr es bereuen. Ich denke, das ist die einzig richtige Nachricht, wie wir auf andere Sternennationen reagieren werden. Ja. Okay. So. Erstmal gucken, wie groß die sind. Die sind streitsüchtig. Ah, die haben direkt die Grenzen geschlossen, das ist okay. Das werden wir, da haben wir auch gemacht. Botschaft etablieren interessiert uns nicht. Unbenannt, unbekannt. Die sind argwöhnisch, wir wissen nichts über sie. Es sind zumindest schon mal keine Despoten oder sowas. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Wir wissen aber noch nicht, wie groß sie sind. Das kommt mit Sicherheit auch noch. Wir haben einen übrig, den schicken wir mal nach da. Hatten wir hier unten noch einen? Da. Wir könnten da einen hinschicken.
und gucken, dass wir da unten mal ein bisschen aufklären. So, Forschung. 2 gleich. Wir nehmen die Ressourcenproduktion von Arbeitern und... Ich würde sagen, wir nehmen die Xenolinguistik. Gewährt eine kleine Menge an Einfluss. Berühmte Anführer können auftauchen. Geschwindigkeit Erstkontakt plus 20%. Das könnte uns eventuell ein bisschen was bringen. So, fremdartige Strahlung bringt uns 677 Wissenschaftspunkte. Du grüne 9 ist die groß. What? Die Larango Allied States. Heilige Mutter Gottes. Ich möchte gerne den Laser haben. Eventuell bringt uns der was. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück auf den Planeten. Wir haben nämlich tatsächlich einen Arbeiter, der arbeitslos ist. Und wir bauen ihn eine weitere Forschungsstation und einen weiteren Distrikt. Wie gesagt, wir werden hier unten so viel zuknallen mit Forschungsstationen, wie es geht, damit wir dort am Anfang nicht den Anschluss verlieren. Das wäre sehr, sehr, sehr böse. Wir haben übrigens bis auf diese paar Pops hier oben noch nichts gefunden. Es ist echt wie so. Und du wirst bitte mal hier runterkommen und das System aufdecken. Das brauchst du oben jetzt nicht weiter rütteln. Du deckst bitte weiter auf. So, es ist zu riskant. Was? Weitermachen. Nichts ist riskant. Weitermachen. So, der Wissenschaftler. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien ist okay. Das können wir so machen. So, von dem wissen wir immer noch nichts. Die werden uns wahrscheinlich noch nichts verraten, ne? Das würde mich sehr wundern. What? Aus den Tiefen des Sterns im Rondore-System erhebt sich ein riesiges Wesen, das größer als ein normaler Mond ist. Sein Körper strahlt Wärme aus, und zwar dieselbe Energiewellenlänge wie der Stern des Systems. Es frisst ihn auf. Die Kreatur labt sich an den Sonnenflecken, verschlingt Sonneneruption, und wir haben sie dabei gestört. Das Biest strahlt Lichtwellen in schnellsten Schüben bei intensivsten Frequenzen aus, wie ein fluoreszierendes Brüllen. What? Was zum... Spaceborne Lifeform in Kansas. Was ist das denn? Alter Falter, ey. Boah. So, du machst bitte weiter. Wir haben nun Wesen gefunden, die bei weitem alles übertreffen, was unsere bisherigen Weltraumgeschichte gesehen haben. Boah. Sie könnten eine beeindruckende Trophäe für uns sein. System Survey complete. Mal gespannt. Also, wir gehen mit dir erstmal hier unten weiter runter. Damit wir mal gucken, was hier unterwegs ist. Und vor allen Dingen, was da ist. Du wirst hoffentlich weiter hier lang gehen. Genau. So. Forschung. Und wir sind irgendwo Ressourcenspeicher bei Einfluss. Ja, hey. Ja, Einfluss bringt uns jetzt in diesem Spiel gerade überhaupt nichts. Wir haben bewiesen, dass die Galaxie voller Leben ist. Und... Okay. Von nun an können uns berühmte Anführer kontaktieren. Und Einfluss haben wir erlangt. Hey, toll. Spione senden, um mehr Ziele für Überfälle zu finden. Ja, wir haben unsere 2 Gesandten leider schon verplant. Das ist das Problem. Die sind gerade noch zugange. Einmal hier oben. Da gibt es aktuell keine Ereignisse. Und hier war's. Hier. Und da gibt es gerade auch keine Ereignisse.
Das ist egal. Das ist egal. Disruptor. Chemowonne. Ich würde die Sozialforschung allgemein erstmal boosten. Ich würde auf Roboter erstmal verzichten und tatsächlich in Richtung der Mineralien gehen wollen. Da sind wir nur noch bei plus 7. Ich würde tatsächlich auf Roboter aus einem speziellen Grund verzichten, weil ich glaube, wir sind keine Roboter-Menschen. Wir sind Menschen, die versklaven, aber ich glaube nicht, dass wir die Roboter-Menschen Menschen sind. Die Xura-Corp. Na, herzlichen Glückwunsch. So, wo sind die jetzt? System Survey complete. Alles klar, dann haben wir einen frei, den können wir. Die sind auch fertig. Noch nicht ganz. Schicken wir dich mal nach hier. Wo ist denn die Xura-Corp? Haben die denn... Ach, hier hinten. Eine Wahl. Ah, okay, alles klar. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Die Wahl endet am in 179 Tagen. Da bin ich mal gespannt. Also ganz klar, wir wählen 500. Das kann man sich leisten. Wir enthalten uns. Wir hoffen einfach mal, dass Dietmar weitergewählt wird. Irgendwann wird schon alles klar werden. Minus 2. Unschön. Aber ich vermute, das sind die hier hinten. Aber da würde ich gerne mal wissen, was da so kreucht und fleucht. So. Also, da unten geht's weiter. Tja, wir haben nur nicht allzu viele Optionen hier drin. Weitermachen, was ist das denn? Um Gottes Willen! 8 Unterhalt können sie leisten. Legierung aus Jobs. Puh. Der ist halt schon mächtig, ne? Aber ich glaube, der bringt uns nicht so viel. Unterhalt, ein paar Legierungen. Das wäre ein super Governor. Findest du? Finde ich nicht. Ja gut, er verdoppelt den Bonus, den wir bekommen auf Legierung. Und er gibt uns Einigkeit. Stimmt, und er ist zu... Und er ist... Oh, stimmt, er ist zudem noch Beamter. Ah, ist das schwierig, ey. Wir nehmen den. Ihr habt recht. Wir nehmen ihn. Und lassen ihn Port Teach regieren. Allerdings Wachstumsgeschwindigkeit reduziert. Ist mir egal. Und er hat... Research complete. Unterhalt der Erlasse minus 7,5. Erlassfonds plus 15. Das finde ich gut. Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell einen passenden Erlass haben. Stadtwohnung bitte. Und dann habt ihr gesagt, wir sollen den anderen feuern. Ja, finde ich eine gute Idee. Das ist Tiran. Er ist aktuell Staatsminister. Kostet uns 6. Wir entlassen ihn. Und der Staatsminister wird ebenfalls Shula Dun. Wird neuer Staatsminister. Tja, da bin ich mal gespannt, was dort jetzt in der Piratenkommune für Diskussionen lostreten. Wenn das neuer Staatsminister wird. So, jetzt haben wir hier... Ein Arbeitslosen. Es gibt kein gültiges Migrationsziel. Ja, gibt ja auch nichts zu migrieren. Es gibt keine Planeten, mein Lieber.
Dann bauen wir dir eine weitere ein weiteres Forschungslabor. Das ist überhaupt kein Problem. Und nee, mehr brauchen wir aktuell nicht. Wir gehen weiter in Forschung und bauen einen weiteren Distrikt, damit wir dort auch weiterkommen. Das ist wichtig in der Reihenfolge. Wie gesagt, Forschung, das halte ich momentan für das Wichtigste bei uns. Kontakt hergestellt. Ach, gucke. Pah. Mit solchen wie euch haben wir kein Erbarmen. Auch ihr werdet geplündert werden. Da oben sind die. Heidewitzka. So, wir haben zwei. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir noch irgendwo einen Erstkontakt? Da ist noch einer. Das würde ich aber nicht nehmen. Ich würde da... Achso, da ist schon einer drin. Dann nehmen wir den hier. Zack, zack, zack. So. Wir haben noch keinen fanatischen Säuberer, wa? Könnte ja vielleicht doch was werden hier. Er ist argwöhnisch. Hat etwas zu wenig auf dem Planeten. Wir gucken gleich nochmal drauf. Ich glaube, das macht er nicht, ne? Da brauchen wir mindestens Scheibenkleister. Da brauchen wir ein bisschen mehr für. Er hasst uns. Erstkontakt. Ja, wir haben gerade keinen Gesandten übrig. Wir hatten was zu wenig. Ja, ja, wir haben keine Jobs mehr frei, genau. Wir haben keine Jobs mehr frei, da arbeiten wir dran. Ja, genau. So, und dann bitte einmal öffentliche Arbeiten. Zackebumm. So, und jetzt haben wir den ersten Aufstiegsslot und das ist jetzt auch spannend. Ja, und da bin ich ernsthaft am Überlegen, ob wir zu wenig Dienstleistungen kommt mit dem mit den Stadtdistrikten. Jetzt bin ich mir nicht 100% sicher. Wir könnten die Gesandten nehmen, um uns ein bisschen mehr einzuschleimen bei den Leuten. Und eventuell in Richtung der Spionage zu gehen bei den beiden Reichen. Erfahrungszuwachs halte ich nicht für so wichtig. Führungsstärke auch nicht. Reichsgröße. Wurscht. Maximale Distrikte plus 2 wäre auch mit Sicherheit mächtig. Das könnte man überlegen, ob man das nimmt. Beherrschung der Natur. Monatliche Einigkeit. Ich weiß halt nicht, wie interessant in dem Fall der technologische Aufstieg ist. Ich glaube, das ist für den Moment nicht so spannend. Das auch nicht. Kapazität Söldner-Enklave, diplomatische Bedeutung der Flottenstärke. Zahlen häufiger Dividende. Was meint ihr? Ich würde tatsächlich sagen, entweder gemeinsames Schicksal oder Beherrschung der Natur. Deswegen, wir sind Piraten. Ich glaube tatsächlich, wir würden eher sagen, wir beherrschen die Natur als Pirat. Und plündern sie in die Richtung, wie wir sie haben wollen. Aber das wäre so meine, Herangehensweise. Machen wir das. Okay. So, ach, das sind die Kristallwesen. Weitermachen. Der Forschungsleiter. Oh, das ist wichtig. Erkunder? Nö. Gelehrter? Nein. Analytiker? Ja. Er ist... Yondru, ist er hier mit... Ist er im Rat? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, das heißt, er ist der Forschungsleiter im Rat. Das heißt, wir können ihm Statistiker geben. Forschungsgeschwindigkeit plus 5%. Das finde ich momentan besser. Sehr gut.
einfache Beute. Alien Empire has established communications. Diese Kristallwesen. So. Wir kriegen 500 Kristalle, 500 Mineralien für jedes zerstörte Kristallwesen. Council Agenda ready. Weitermachen. Nicht lang quatschen. Weitermachen. So, da unten sind Planeten, Savannen, Tote und Adride-Welten. Da könnten wir eventuell mal gucken. Wir haben einen übrig. Dann schicken wir dich mal nach dort. Research complete. Plasmawerfer. Ich glaube, der Plasmawerfer ist für den Moment wichtiger. Und einmal die Flotte updaten, bitte. So, dann können wir die Ratsagenda aktivieren. Das ist gut. Das schaltet uns den Rat hier frei. Und jetzt könnten wir überlegen, die erste Zitadelle. Schadenverteidigungsarmeen. Ich würde den Sklavenaufseher nehmen. Verfügbar für einen Kommandanten. Ist beides für einen Kommandanten. Ich würde den Sklavenaufseher nehmen. Reichsklöße durch die Sklaven. Und dann gucken, dass wir dort eventuell... Ah, wir haben den letzten gefeuert, ne? Gucken wir gleich mal rein. Komm, ich denke, zwei können wir uns hier durchaus ans Leib binden, wenn die gut sind. Armeeschaden. Was haltet ihr denn von Jesslur? Armeeschaden plus 10%, Kollateralschaden plus 33%. Finde ich nicht schlecht. Falls dann doch mal irgendjemand kommen sollte auf unseren Planeten. Ich glaube, wir nehmen ihn. Und er kommt da rein. Für Pflicht, Ehre und Ruhm. So. Der Staatsminister ist untätig. Ja, du hast gerade nichts zu tun, ich weiß. Das kommt, das kommt. So, nächste Ratsagenda. Ich hätte gerne die Ressourcenproduktion, damit wir uns hier noch mehr auf Lager legen. Erstkontaktereignis, weiter bitte. Und weiter geht's. So, zwei Schiffe haben nichts zu tun. Du machst bitte weiter aufdecken. Spaceborne Lifeform encountered. Und ein Erstkontakt, wo? Ships upgraded. Hier? Ach, da hinten, das ist irgend so ein komisches Vieh gewesen wieder. Du hast auch nichts zu tun, bitte einmal aufdecken, weitere Systeme bitte. Hallo Teilzeitstratege, hi, schön, dass du da bist. So. Also, hoffentlich war es das wert. Ja, feindlich ist jetzt irgendwie uncool. So, Sternbasenkapazität ist egal. Lebensdauer Anführer, das ist wichtig. Da sollten wir zusehen, dass wir das skillen. Und Dietmar Teach. Du reagierst die Flotte. Ich würde Dietmar tatsächlich nicht Admiral. Ich glaube, Dietmar Teach ist eher der Stratege, der das als eine Nachfrage von Blackbeard von zu Hause aus regelt. Na, zumindest ein bisschen. Aber ich sehe ihn eher so ein bisschen als Stratege. An Alien Empire has established communications. Als fanatisch militaristisch. Ha! Ihr müsst eure alten Lebensarten aufgeben. Oder auch nicht. Ja, die haben auch direkt die Grenzen geschlossen. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sie zu jagen würde sich verlustreich. Leviantane. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, Leviantane. Haben wir. Ausgewichen. Alles okay. Forschung. Wunderbar. So,
Railguns, Autokanone. Wir erforschen die Railguns. Also, das haben wir auch. Jetzt gucken wir uns erstmal ihn hier an. Die Immuta Centralized Suns. Sie sind streitsüchtig. Ja. Und ich würde gerne... über dich hier... Und ich würde gerne über dich mehr wissen. Er ist auch argwöhnisch, genau. 4, 5, 6, wow. Das riecht ja gerade dazu, dass wir beim nächsten Mal unsere Spionage verbessern. Spionagenetz etabliert. Ja, sehr gut. Danke, Teilzeitstratege fürs Folgen. Dankeschön. So. Haben sie alle schon gut ausgebreitet? Was willst du? Du fragst einen Pirat allen Ernstes nach Tribut? Schieb dir dein Tribut dahin, wo deine Tentakel nicht hinkommen. Abgelehnt. Tja. Piraten nach Tribut fragen, ey. Das hätte sie auch sparen können. Also. Ja, beleidigen kann ich auch. Beleidigen. Ich öffne sogar die Grenzen, so beleidigen bist du hier. Du siehst aus wie... ein Nasenbär. Keine Ahnung. Ich bin ganz schlecht im Beleidigen, es tut mir leid. Okay, ich kann nicht beleidigen. Egal. Aber... also, ich komm da nicht drüber hinweg, ey. Da fragt der ein Pirat nach Tribut, ne? Das ist ja wohl... das ist ja... ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja unglaublich, sowas. Unglaublich. So, jetzt nächste Tradition. Okay, der Chat ist für Täuschung. Ah, oh, Stan ist für Vorherrschaft. Wir haben Marodeure neben uns. Okay, da muss ich mir gerade nochmal die Vorherrschaft angucken. Flottenkapazität plus 20, aber Flottenkapazität, ja. Ja, Stan, du hast schon recht, ne? Und die werden ja kommen. Ach komm, was soll das mit der Täuschung hier? Die kriegen was auf die Nase, Vorherrschaft. Ja, komm, aus die Maus. So, Flotte aufrüsten und auf die Nase mit vorn damit. Gibt's doch nicht hier. So, freigeschaltet. Sehr gut. So machen wir das. Das Forschungsschiff hat nichts zu tun. Bitte einmal Systeme aufdecken. Ab dafür. So, du hast nichts zu tun. Du kriegst bitte Systeme erkunden. Irgendeiner muss es ja tun. Hostile Fleet detected. Ja. Das ist jetzt scheiße. Um es mal so zu sagen. Piraten brauchen Feuerkraft. Kein Cent kriegst du von uns. Immer noch nicht. Evading hostile fleet. Spaceport under attack. Ja, ist doch. Ist doch eine einfache Sache, oder? Für die. Wir haben 20 Schiffe verloren. Und die haben eins verloren. Geil. Scheibenkleister, ey. Die ganze Flotte ist kaputt. Hoffentlich hat Miktab überlebt. Du heilige Mutter Gottes. Construction ship lost. Tja. Research station lost. Wir haben in der Piratenbase-System erst Kontakt mit einem mysteriösen fremden Spezies hergestellt. Echt jetzt? Mit wem haben wir denn jetzt hier einen Kontakt hergestellt? Das ist mir doch jetzt egal. Ich bin froh, wenn wir das überleben. Die kriegen nichts von uns. Nix kriegen die. Research complete. Ernsthaft jetzt? Du veräppelst mich doch jetzt. Bombardierst du unseren Planeten? Alter.
weißt du, was wir jetzt machen? Die Piratenbase gehört nicht mehr bei uns, ne? Ja, weiter erforschen. Wir könnten hier einfach mal ganz stumpf Verteidigungsplattform bauen. Wir machen das mal. Gucken wir, was passiert. Vielleicht haben wir ja Glück. Und schießen noch das ein oder andere Schiff ab. Tja, das ist jetzt doof gelaufen. Die kriegen nichts von uns. Wir hauen nicht ab, wir sind nicht feige. So, Fusionsreaktor. Ja, das macht jetzt auch keinen großen Sinn, denn wir erforschen mal den Fusionsreaktor. Forschung erlangt, sehr gut. Spaceport under attack. Das weiß ich. Ja, ja, okay, das können wir uns also ersparen. So können wir sie aber vom Spaceport under attack. Ja, so können wir sie aber vom Kämpfen abhalten. Ihr seht ihr hier, jetzt schießen die schon wieder. Bup, 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 und dann wird wieder geschossen. So können wir sie immer kurzzeitig hier vom Kämpfen abhalten. Gott, wie lange schießen die denn hier noch weiter, ey? Wir sollten vielleicht tatsächlich mal einen Bergbaudistrikt bauen. Und einen Nahrungsdistrikt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das hier noch gut ausgehen wird. Denn wenn die Nächsten kommen, dann... wenn die mit uns fertig sind, dann kommen gleich die Nächsten. Und ich bleibe dabei, wir schicken kein Tribut. So was machen wir nicht. Tja. Befehlslimit der Flotte. Wenn wir irgendwann mal wieder zu einer Flotte kommen, machen wir das. System Survey complete. Kannst du nicht abhauen? Junge, Junge, Junge. Du bist aber hässlich. Research complete. Nix, wir zahlen kein Tribut. Kommt nicht in die Tüte. So, Forschung. Tja. Ist alles egal. Wir machen den Gasextraktionsbrunnen. Vielleicht kommen wir damit weiter. Oder was meint ihr? Sollen wir dem was zahlen? Ich bin ja nicht dafür, ey. Ansonsten geht das hier aber... Besser in Freiheit sterben, als in Knechtschaft leben. Ja, so sehe ich das auch. Wir sind Pirat, das kommt nicht in Frage. Gute Entscheidung. So, er ist überwältigend stark. Ja, hahaha. Wir haben gerade alles verloren, du Nase, ey. So, er ist streitsüchtig, überwältigend. Er ist ebenbürtig, er ist jetzt auch überwältigend. Und er ist ein hegemonischer Imperialist. Ist jetzt eigentlich so, also für ein Let's Play wäre es eine geile Ecke gewesen, ne? Muss ich ja sagen. Könnte ein kurzer Solaris-Abend werden. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Jesslur. Er wird Schlachter der zweiten Generation. Wir könnten natürlich... Ah, wir haben noch niemanden anderen, den wir fragen könnten. Wir können. Du kriegst nichts von uns. Kommt nicht in eine Tüte. Forschungsalternative plus 1. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Man weiß es nicht. So, hier wird weiter geschossen. Ah, Ressourcenproduktion von Jobs ist auch reduziert. Ja. Naja, komm, wir bauen nochmal ein Forschungslabor. Für die Feinde zu Steaks. Ich weiß ja nicht, ob ich davon ein Steak essen will. Ja, selbstverständlich. Wir ziehen das durch. Ja, wir sind Pirat bis ins letzte Blut. Definitiv. Ja, also unsere Base heißt Piratenbase. Wenn, dann gehen wir mit Pauken und Trompeten unter. Bis zum letzten Mann mit dem Säbel im Mund. Oder in dem Fall eher dem Phaser. Säbel ist in dem Fall. Nein, wir haben Lasersäbel. Ja. So. Ja. Forschung ist fertig.
Forschung ziehen wir jetzt hier ganz gut durch. Ne? Da sind wir gut mit dabei. Es bringt uns immer überhaupt nichts. Ach Gott, ey. Ach komm, wir bauen mal den Energiesauger. Mit dem Buttlet im Mund. Ja, ich glaube, das ist die falsche Serie gewesen. Wir sind Menschen. Oh, hier gibt es einen Krieg. Oh, hier ist ein Krieg. Die sind im Krieg mit den Ländern. Okay. Da wissen wir gar nichts über die. Ich meine, es ist uns... Und die sind... das ist ja fies. Die sind auch im Krieg mit... Mit dem hier haben die eine Allianz? Nee. Wissen wir denn noch irgendwas, was wir mal uns angucken sollten? Na, den können wir uns mal angucken. Ich glaube, die Spionagenetze sind ja auch... Komm, wir erkunden erstmal die Aliens weiter. Haben wir da noch irgendjemanden anderen? Nur den Moment, ne? Genau. Wo hatten wir den abgezogen? Nicht hier. Ich wollte ja gerne hier mal Informationen sammeln. Genau. Und MGTOW wird bitte... Stratege. Finde ich gut. Gibt uns, wenn wir dann irgendwann mal dazu kommen. Hier hinten. Gibt uns dann irgendwann mal, wenn wir dazu kommen, die Möglichkeit, eventuell, ja, hier was zu machen. So, wie sieht es bei Port Teach aus? Wir werden immer noch verwüstet ohne Ende. Automatisierter Dreadnought. Wo ist er? Den brauchen wir. Können wir den anwerben? Der mag uns nicht, ne? Das Gefühl habe ich zumindest. Jetzt gucken wir mal. Das Forschungsschiff hat nichts zu tun. Weitermachen. Weitermachen. Tja, ich hätte gerne noch gewusst, was hier hinten auf der... Hier hinten ist. Weitermachen. Der zieht das... Also echt, der zieht das hier wirklich durch, bis wir ihm Tribut zahlen, ne? Wahnsinn. Lebender Weltraumschrott. Ah, das sind bestimmt wieder irgendwelche Bergbaudrohnen oder irgendwie so ein Zeug. Okay. Archäologische Stätte ist uns egal. Ingenieursforschung, Zerstörer. Nehmen wir den Zerstörer. Ja, aber positiv sehen. Durch die Bombardierung wird wieder Platz frei für neue Schätze. System Survey complete. Das ist wohl wahr. Überfälle treffen Port Teach. Tamesias Plünderer sind auf Port Teach gelandet. Die Tamesianer setzen kleine Angriffsshuttles von ihnen umkreisenden Flotten ein, um mehrere außerhalb liegende Siedlungen zu treffen. Minus 200, 200 und 200. So, zieht ihr jetzt dann langsam mal ab oder was ist hier los? Jetzt habt ihr doch bekommen, was ihr wolltet. Und nur hau ab hier. Sieh zu, dass du Land gewinnst, du Vogel. Du hast doch genug kaputt gemacht. L-Cluster Sterntore sind uns egal. Unglaublich. So ein Vogel, ey. So, jetzt ist ganz ruhig. Jetzt ist er weg. Alles klar. Wir bauen den Planeten wieder auf. Alles ist doof. Wir wissen das. Wir brauchen auf jeden Fall einen weiteren Distrikt. Und wir sollten wahrscheinlich dann sogar eine Möglichkeit bauen, dass wir Dienstleistung produzieren. Ja, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen an unsere Leute denken. So, das ist uns egal. Forschung. Energiesauger, top. Archäologie ist uns egal. Sternbasen sind egal. Befehlslimit. So, verfügbare Tradition. Baugeschwindigkeit der Schiffe und Baukosten reduziert. Kommt genau zur richtigen Zeit. Mission abgeschlossen. Gucken wir uns gleich. Ja, können wir uns jetzt direkt mit angucken. Was wir über sie herausgefunden haben.
Überwältigend, ebenbürtig und überwältigend. Ja gut, dass sie bei dem anderen, dass sie bei der Flotte und allen überwältigend sind, wir haben momentan gar nichts, das war zu erwarten. Also, Flottenverwaltung. Bitte einmal wieder aufbauen. Blub. So. Und einmal eine neue erstellen. Nein, Quatsch. Unsinn. Ich würde nämlich gerne in den Schiffsdesigner gehen und erstmal gucken, was hier überhaupt drin ist. Ein Plasma, ein Disruptor. Und ich würde gerne eine weitere Korvette bauen. Als Abfangjäger. Und die bekommt auf jeden Fall Raketen mit rein. Ich bin ja ein Raketenfreund. Die machen Schilddurchschlag. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch etwas gegen Panzerschaden und Rumpfschaden. Das wäre so der Plasmawerfer. In Kombination. Dann nehmen wir zweimal die Metallpanzerung. Und einmal Teachs. Hi, Krawall Pascal. Hi, schön, dass du da bist. So, gute Nacht hast du. Schön, dass du da warst. Einmal speichern bitte. Zack. Teachs Flotte. Und die bekommen bitte hier nochmal weitere Schiffe. Teachs bitte. Und nochmal 20 Stück. Sind nochmal 2000. Können wir uns aktuell nicht leisten. Aber wir haben im Moment noch genug Energie. Einmal kaufen. Bitte. Flottenverwaltung. Und einmal verstärken. So, dann haben wir jetzt 40 Schiffe im Bau. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn dahin zurückjagen, wo er hergekommen ist. Ja? So, mit dem restlichen Geld. Mit dem restlichen Geld bauen wir Verteidigungsplattformen auf. Ein Notsignal. Oh, da könnte es Geld geben. Das machen wir. Da gibt es vielleicht Geld. So, Erstkontaktereignis ausstehend. An alien empire has established communications. Research complete. Besatzungsflottille? Das ist ja spannend. Da sollten wir mal hinfliegen. Das ist mit Sicherheit interessant da unten. So, Forschungsalternativen plus 1. Das ist gut. Wir nehmen die Forschung. Ratsagenda aktivieren. Das brauchen wir jetzt tatsächlich. Jetzt müssen wir überlegen, was wir als nächstes brauchen. Einen zweiten Raumhafen. Können wir machen. Energieunterhalt. Ja. Ich glaube, das macht momentan am meisten Sinn. Wir werden mal das Militär aufstocken. Und du hast recht. Wir setzen hier eine zweite Schiffswerft rein. Okay. Gut. Enigmatische Tore sind uns in dem Fall tatsächlich egal. Okay, und solange die sich hier oben kloppen, sollen die das ruhig machen. Giftiger Terraforming-Kandidat ist uns auch wurscht. 120 Tage kannst du ruhig mitmachen. Okay, ist doch tatsächlich etwas besser ausgegangen als erwartet, wenn ich ehrlich bin. So, ein verlassener Vergnügungspark ist uns wurscht. Wir sind Piraten, wir interessieren uns nicht für sonst. Wir sind Quatsch. So, die Sternbasis hat die Baureihe beendet. Dann bitte direkt den nächsten, bitte. Und hier gibt es noch 10, 10 und 10. Ah, das ist ärgerlich. Dafür müssten wir jetzt extra... Wir machen das, sobald die Baureihe hier abgeschlossen ist und die Flotte wieder aufgebaut ist. Schauen wir mal, dass wir das... Willst du mich veräppeln oder was? Du kriegst immer noch nichts von uns. Das kannst du knicken. Und das wird auch so bleiben. Research complete.
Spaceborne Lifeform encountered. Pass auf, wir gucken mal, dass wir... wir können uns das nicht mehr leisten. Schade, schade, schade. Ja, dann müssen wir erstmal dabei bleiben, was wir jetzt haben. Wir werden den Wissenschaftler updaten. Ah, du bist aber in einem Forschungsschiff. Dann als Erkunder bitte. Und Zerstörer, Befehlslimit der Flotte auch erhöht. Das ist gut für uns. Oh, Fusionsraketen. Das könnte tatsächlich nochmal einen entscheidenden Boost geben. Hoffen wir mal, dass der ein bisschen länger zu uns braucht. Aber die kommen sind so gleich wieder. Ja? So, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Da sind wir jetzt bei minus 4. Verwüstung ist reduziert. Nahrung verkaufen und Legierung kaufen. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Wir werden mal 20 Nahrung verkaufen. Und kaufen 10 Legierungen. Gucken, wie das in der Bilanz einschlägt. Mit Sicherheit ziemlich negativ. Du kannst ruhig weitermachen. So. Ein bitte. Was ist jetzt los? Rivalität erklärt von euch? Ja. Gerne. Habe ich kein Problem mit. Gerne. Rivalität erklärt. Top. Passt. Machen wir so. Super. Informationsstufe sinkt, das ist mir egal. Jetzt müssen wir uns erstmal gegen den Angriff hier verteidigen. Auch das ist mir jetzt egal. Gaia-Welt. Können wir hier irgendwas noch machen? Wir haben einen Arbeitslosen. Ja. Ein Industriedistrikt und ein Generatordistrikt, bitte. Da sind wir momentan ein bisschen schlecht drauf. Hostile Fleet detected. Oh, scheiße. 4200 schon wieder, ey. Alter Falter. So, ist unsere Raumflotte bereit? 2100. Da ist noch nicht mal die Hälfte. Ja, doch, die Hälfte ist fertig. Fregatten bauen. Ja, wir sind schon am Bauen. Unsere Raumflotte kriegt vielleicht noch, ja, noch zwei fertig. Ja. Wir sind 2-3 und also wir haben 2300 in der ups, irgendwas ist runtergefallen, in der Flotte und 2200 hier. Jetzt gucken wir mal, ob wir das gewuppt bekommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht tatsächlich die finale Schlacht. Was? Oh nein! Was ist denn jetzt passiert? Wo denn? Hier? Was? Die haben den einfach abgeschossen. Yondru! Nein! Die haben... Das ist ja unglaublich. Die haben unseren Forschungsleiter gekillt. OMG. Da, boah. Darum hätte ich es nicht gerechnet. Boah. Lyntheel, bitte. Ist nicht zu Hause, ne? Was machst du denn gerade? Dann machst du das halt. Einigkeit minus 5%. Ja, wir können auch gucken. Können wir nicht nehmen. Gilt als vermisst. Alter, wir setzen erstmal dich ein. Das gibt's doch nicht. Die haben unseren Wissenschaftler gekillt, Leute. Was? Eine große Parade wird hier veranstaltet. Ja? Auf dem großartigsten Straßendingens überhaupt. Eine riesige Parade wollen wir haben. Eine riesige Militärparade und ein Überflug durch die Raumflotte.
markiert die Ankunft des Sargs von Yondru an seiner letzten Ruhestätte. Anschließend wurde sein Leichnam im Zuge einer reichsweiten Übertragung in den nächstgelegenen Stern geschossen. Die Strategien und Logbücher des Anführers werden Teil des Lehrplans für die nächsten Generationen werden. Londu, Yondru, ich danke dir. Wir werden dich rächen, wenn wir das hier überleben. So. Und jetzt bin ich echt gespannt. Wir haben zwei weitere Flotten gebaut. Wir sind bei 4 von 6 Stationen. Mehr ging in der kurzen Zeit nicht. Das sind rein rechnerisch 4-6 gegen 4-2. Aber er ist mit Sicherheit besser ausgestattet. Ich bin unheimlich gespannt. Hostile Fleet engaged. Beim letzten Mal sah es nicht so gut aus. Research complete. Schon. Komm schon. Military Station lost. Komm schon. Military Station lost. Steckt das dir sonst wohin? Von uns kriegst du nicht einen müden Cent. So viel dazu. Und beim nächsten Mal hol ich mir was bei dir. Unglaublich. So. Gibt's doch nicht, ey. Naja, okay, das könnte vielleicht noch minimal dauern, bis wir da uns was holen. Aber der kommt wieder. Das könnte vielleicht ziemlich lange dauern. So, was ist jetzt hier oben passiert? Hier ist jetzt auch irgendwas passiert. Warte, stopp. Also, hier ist irgendein ganz böser Bösegewicht. Hier oben wahrscheinlich, da. Da oben war er. Ne, hier war er. Keine Ahnung, irgendwo war er. Weiß ich nicht. So. Also. Flottenkapazität. Wir werten uns mal auf. Oh, Sternfeste. Ja. Die wollen wir haben. Boah. Jetzt kann ich nur ernsthaft hoffen, dass der nicht wiederkommt. Weil wenn er nochmal was fragt, dann wird es langsam eng, ne? Ja. Das muss man ehrlich mal sagen. So, was ist hier passiert? Wir haben 29 Schiffe verloren. 3 Plattformen. Boah. Alter Falter, ey. Das war so knapp, ey. So knapp. So. Sieht doch gut aus. Port Teach sieht wieder halbwegs gut aus. Tja, Industriedistrikt und Generatordistrikt ist im Bau. Dann kriegen wir hoffentlich die beiden Themen hier zugange. Und dann müssen wir unsere Schiffe weiter ausbauen. Ich hoffe nur, dass er nicht nochmal wiederkommt und dass er jetzt erstmal Ruhe gibt. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen. Die sind echt alle weg, ne? Das ist ja der Hammer. So, reparieren bitte. Und mal gucken. Stehen da auch, welche Schiffe Waffen er nutzt? Nee, leider nicht. Leider nicht. Das kriegst du nur raus, wenn du mehr über ihn rausfindest. Was wir hier nur schwer machen können. Ja, die ist vollständig repariert. Ne, das können wir bei ihm nicht machen. Das Problem ist, wir müssen davon ausgehen, dass er hier uns gleich einschließen wird. Und dann kommen wir hier ohne Schilde nicht mehr raus. Das heißt, der nächste Gegner wird er für uns sein, aber er ist im Prinzip nicht zu schlagen. Er ist ein Halsabschneider, ein Anleger, er ist ein Militärkommissariat. Also können wir uns schon mal drauf einrichten, dass der uns als nächstes den Krieg erklärt. Wir werden auch mal die Beziehung zu ihm verschlechtern. Ja, kommt ja nicht drauf. Also kann ja wohl nicht sein. Der kommt hier in unsere Richtung und will mir sagen, dass er nur argwöhnisch ist. Kommt ja nicht in Frage, sowas. Ja. So, was ist hier passiert? Da ist noch alles im Lot. Das ist ein Pilz. Und was ist mit ihm?
Tja. Hallo Tonius. Also, er wird unser nächster Gegner werden. Aber wenn ich ehrlich bin, überwältigend ist nicht zu schlagen für uns. Aber wir werden mal gucken. Wir brauchen jetzt ja erstmal mehr Legierungen für unsere Systeme. So, wir könnten halt schauen, dass wir... Nee. Also, ja, wir machen mal auf sehr schnell, bitte. So, Generatordistrikt. Ja, ist mir egal. Wir haben eh nur noch ein Schiff. So, das ist der Generatordistrikt. Wir sollten wahrscheinlich da einen hinsetzen. Ah, dann sind wir immer noch bei minus 2. Wir müssen uns wahrscheinlich darauf gefasst machen, dass wir zum Stabilisieren unseres Planeten ein Holotheater bauen müssen. Ja. Damit könnten wir uns einen Bewohner erstellen. Das würde ich tatsächlich machen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das können, ja, wir können es mitmachen, aber dann bei dem Slums kriegen wir wenigstens noch einen Bewohner. Aber mehr ist hier momentan, glaube ich, nicht drin. Okay. So, zeitkritisch, wo ist das? Trümmer in der Piratenbase. Die holen wir uns. Einmal dahin bitte. Spezialprojekt untersuchen. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Okay. Research complete. So, wie haben wir? 700. Ja, wir nehmen erstmal alles, was wir haben. So, hier gibt es keinen Anführer. Einmal Miktab bitte. Forschung. Verbesserte Deflektoren. Das ist gut. Das wird uns auf jeden Fall ein bisschen weiterhelfen. Jawohl. Block erklärt, also Block ist weg. Das heißt, wir haben einen Pop mehr. Und wir können damit... damit haben wir die Dienstleistung und damit auch die Stabilität unseres Planeten wieder im Griff. Das sieht schon mal ganz gut aus. So. Und dann möchte ich dich gerne upgraden, sobald wir das notwendige Geld dazu haben. Block erklärt. Dann können wir nämlich eventuell hier ein bisschen mehr machen. Einmal bitte. Tja, also ich muss sagen, die Startbedingungen... Oh ja, was hat er denn genutzt? Rippe Autokanone, Gefechtscomputer, Kaltfusion, Schilde, Plastikstahlpanzerung. Okay, also jetzt nichts Außergewöhnliches. The Stand Cup, hi, mach's gut. Okay, verbesserte Deflektoren. Wir nehmen mal den UV-Laser. Und das regenerative Rumpfgewebe. 35 Monate, ja. Das könnten wir nutzen für unsere Schiffe. Einmal Flottenlogistik. So, ja. Und Trins Versprechen haben sie jetzt leider auch gekapert. Da kommen wir auch nicht mehr ran. Das ist sehr, sehr schade. Wir haben übrigens auch die Möglichkeit, ihnen einen Krieg zu erklären. Und das ist das Ziel der Plünderung, dass wir Energiecredits und Mineralien plündern und Relikte stehlen. Wäre übrigens meine Möglichkeit, aber die haben auch noch eine Allianz. Das Problem ist, wir kriegen wahrscheinlich auch keinen eingeladen. Nee, mit einem Pirat will keiner plündern. Das macht ja auch gar keinen Sinn. So, Plastik-Stahlpanzerung bitte. Ist hier eigentlich jetzt irgendwer an dem dran? Nee. Ah, wer war denn das? Die hier und er sind jetzt Rivalen. Und, ah, er hat ihn unterjocht. Nee, die sind nur in einer Allianz, ne?
Echt jetzt? Kriegst immer noch nichts von uns. Tja. Habe so das Gefühl, dass die nächste Schlacht nicht so erfolgreich verlaufen wird wie die letzte. Hostile fleet detected. Gibt's doch nicht, ey. Es kommt der schon wieder. So, wer bist du? Eine Handelsliga. Mischt euch einfach nicht ein bei uns. Evading hostile fleet. Ich denke, da brauchen wir uns keine. Ich denke, da brauchen wir uns keine Illusionen hingeben. Hostile fleet engaged. Dass das hier für uns nicht erfolgreich sein wird. Military station lost. Ja. Das war zu erwarten. Science ship lost. Unglaublich. Was? Die haben unsere ganzen Anführer gekillt? Boah. Wissenschaftler Corin ist im Jahre... Ach nee, der ist normal. Nein, eine traditionelle große Sache. In tiefer Trauer die Öffentlichkeit erfasst, dass sich die Nachricht vom Ableben von Corin verbreitet. Unzählige haben sich dem Trauerzug auf Port Teach angeschlossen, um Corin mit dem traditionellen Bestattungsriten eine letzte Ehre zu erweisen. Sein Leichnam wurde sorgfältig gereinigt und geschmückt, bevor der verstorbene Wissenschaftler zur letzten Ruhe gebettet wird. Wissenschaftler Corin stirbt. Hei, oh mei, oh mei, ey. Jetzt haben wir gar keine Schiffe mehr. Also das hatte ich auch noch nicht, Leute. Dass das Ding komplett leer ist, ne? Wahnsinn. Ich denke, die Kampfstatistik ist offensichtlich. Die bombardieren uns jetzt wieder. Sehr schade. Wir waren gerade wieder auf dem Dampfer. Die Wahl, tja. Wir wählen mal Dietmar. Mal gucken, was dabei rauskommt. So. Wir haben aktuell keinen Forschungsleiter. Ja, das ist so krass. Wir müssen jetzt erstmal einen Forschungsleiter. Und da gibt es zwei Leute. Wir werden Kettril nehmen. Und als Verteidigungsminister hätten wir zumindest einen Jesslur. Ja. Ach, den haben wir ja schon als Sklavenaufseher. Du heilige Mutter Gottes, ey. Wir sind beide gleich gut. Wir nehmen Gum. Meine Güte. Die haben einfach eiskalt auch den Admiral einfach mitgekillt, ne? Das war beim letzten Mal nicht so. Council Agenda ready. So. Bringt uns das was? Ja, genau das bringt uns jetzt nichts. Natürlich nicht. Ja, das gucken wir uns gleich an. Oh ja. Zocknaff, mach's gut. Wir erhöhen mal die Zufriedenheit. Das könnte uns was bringen. Faktorator Schuladon hat Forschungspläne zur Bewertung künstlicher industrieller Entwicklung vorgelegt. Arbeiterzufriedenheit reduziert? Nein. Wir sind zwar Piraten, aber wir sind keine Monster. Ja? Unsere Crew ist uns wichtig. So, oh Gott, wer ist das denn? Ah, das ist diese Händlergilde. Och, die ist doch nett. Oh, mein Gott, die ist doch nett. Das Gute ist jetzt, wenn der hier dicht macht, dann muss er hier durch. Dann könnten wir danach zumindest Glück haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Am Ende des Tages werden die das wieder irgendwie auf 20% runterballern. Und dann werden sie sich wieder ihren Kram holen. Ah, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ja, sehr ärgerlich. Also ich muss sagen, dass er direkt vor unserer Haustür ist, ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ich denke, mit den anderen hätten wir langfristig irgendwie was machen können. Aber ich glaube, mit ihm vor unserer Haustür ist das echt schwer möglich. So, wer bist du jetzt?
Ja. Du, das gebe ich gern zurück. Also, dein Schnabel ist so lang wie ein Schnabel. Keine Ahnung. Wir werden gerade bombardiert, wir haben es nicht so mit Beleidigen. Tja, mal gucken, wie das hier noch weitergeht. 0, 0, 0. Ja, das Problem ist, das geht jetzt halt immer so weiter. Ne? Wir können aber eine Sternbasis bauen, aber das wird jetzt immer so weitergehen. Wir werden uns aufbauen, er wird wiederkommen, wir werden uns aufbauen, er wird wiederkommen. Wenn der Typ wenigstens irgendwo hier hinten oder so gelegen hätte. Aber das sind echt, das sind drei Sprünge. Da hast du nie eine Chance, auch nur ansatzweise wieder eine Flotte aufzubauen, weil er innerhalb von einem Jahr dann wieder bei dir ist. Das ist echt ärgerlich, ey. Das muss ich ehrlich sagen. Wir nehmen mal das Thema. Bringt uns zwar nichts, aber... Gleich klopft der Kahn an deiner Haustür. Ja, das kann tatsächlich sein, ja. Robotermontage. Wir nehmen mal die Autokanone. Vielleicht haben wir da was von. Und... Was bringt uns die? Die planetare Hauptstadt. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. So, das haben wir abgeschlossen. Bringt uns immer noch nichts. Da fliegt immer noch eine Raumflotte vor unserer Tür rum. Ja, hab ich gesehen. Moment, das war der falsche. Unterhalt Metallurge und Handwerker reduziert. Oder Legierungen, das ist gut. Das brauchen wir tatsächlich. Jesslur. Reichsweite Effekt. Erfahrungszuwachs für Anführer plus 5%. Das finde ich gut. Das können wir nehmen. Tja. Da wird gleich wieder bombardiert. Research complete. Wir werden bitte mal einen Stadtdistrikt bauen. Und dann können wir einen weiteren Industriedistrikt bauen. Und bitte einmal Energieproduktion erhöhen. Erst Kontakt in der Piratenbase. Habe ich noch einen übrig? Eine galaktische Gemeinschaft. Tja. Ihr Lieben, was meint ihr? Sind die Piraten etwas für eine galaktische Gemeinschaft? Am Ende des Tages muss ich ehrlich sagen, die Flotte ist wieder weg. Wir haben es nicht geschafft. Ich glaube tatsächlich, ja, wir haben uns da nicht dran beteiligt an der galaktischen Gemeinschaft. Das machte keinen Sinn. Am Ende des Tages muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das macht tatsächlich keinen Sinn mehr aus einem Grund. Wir geben Dietmar nochmal. Oh, das bin eher ich. Unterhalt der Schiffe reduziert. Ja, das finde ich gut. Am Ende des Tages, glaube ich, werden wir dieses Thema hier nie loswerden mit ihm. Der wird immer wieder zu uns kommen und wir werden als Piraten natürlich immer wieder sagen, du kriegst hier nicht einen Cent. Das ist sehr ärgerlich, dass wir so einen Typen direkt vor der Haustür haben. Den wir immer wieder haushalten müssen. Und ich weigere mich nach wie vor, dem was zu geben. So, jetzt gucken wir erstmal. Logistikbüro, Fakultät. Da haben wir keinen Platz für. Das könnte man machen, das wäre okay. Oh, Tarnfeld! Das ist wichtig. Das ist tatsächlich sogar entscheidend. Spielst du extra mit einem System? Ich spiele extra nur mit einem System. Ja, das ist für uns die One-System-Challenge. Genau. Und ich muss sagen, ich denke, wir werden das tatsächlich an der Stelle beenden. Denn ich bin davon überzeugt, wäre er hier nicht bei uns in der Nähe, dann hätten wir das am Anfang geschafft. Wir waren nämlich am Anfang, bevor er kam,
hatten wir ein Zeitfenster, wo wir ähnlich stark waren wie die Gegner in dem Bereich. Und dort hätten wir unseren Überfall hätten wir durchziehen können. Aber das Problem ist, der wird immer wieder zu uns kommen und immer wieder sagen, hey, gib mir dein Geld. Und wir werden immer wieder sagen, nee, du kriegst das Geld nicht von uns. Weil wir Piraten sind. Flieg bloß weiter, ey. Vengradisches Triumvirat. Ihr seid genauso, ihr seid genauso eine Diebstahlbande wie wir. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Dass wir einmal noch einen Landwirtschaftsdistrikt bauen. Da können wir sogar einen zweiten bauen mittlerweile. Obwohl, nee, einer müsste reichen. Und dann brauchen wir... Den Markt bitte. Entfernen, entfernen. So. Dann sieht es danach schon mal, ganz gut aus. Also es sah tatsächlich am Anfang gar nicht so schlecht aus. Und ich denke, wir werden das tatsächlich mal mit einem neuen Run machen. Denn ich fand die echt gut. Auch die Komposition. Wir hatten am Anfang nur wirklich zwei Probleme. Wir haben extra die kleinen Spezies hier ein bisschen verstärkt, damit wir möglichst viele Planeten finden. Wir haben auf 2,5 gestellt, das 2,5-fache von dem normalen, damit wir kleine Spezies finden, die wir zu uns holen können. Und es war nicht einer in der Nähe, nicht einer. Ja? Und auf der anderen Seite hatten wir aber so ein Despotenreich direkt vor der Haustür, die andauernd ihre Flotten rübergeschickt haben, weil wir als Piraten definitiv kein Tribut zollen werden. Schade, muss ich sagen, schade. Wir werden das nochmal ausprobieren, aber ich denke, das ist hier, also gewinnen wollten wir so und so nicht, aber es ist zumindest auch jetzt nicht mehr machbar, dadurch, dass wir jetzt immer wieder von ihm angegriffen werden. Zwangsweise werden wir jetzt immer in so einen ewigen Run kommen und aus dem werden wir nicht mehr rauskommen. Und dann wird es irgendwann langweilig und dann ist das Spiel irgendwann vorbei und wir schweben irgendwo da drin rum im Äther. Aber wir werden das nochmal ausprobieren. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben extrem effizient gespielt und einige gute Boni am Anfang gehabt. Die haben echt eine Menge gebracht, zum Beispiel den Typen, der hier gerade das berühmte Vorbild, der hier gerade regiert. Das war echt ein dufter Kerl, ey, das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, wären die hier echt nicht gewesen, dann hätte das echt eine geile Runde hier werden können. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da.